Könnten Sie bitte mal über die Regeln zum Mantra-Singen erzählen? Wie muss man diese singen? Sie beschäftigen sich ja schon lange damit. Also die wichtigsten Regeln bestehen aus unseren fünf Sinnen. Riechen, fühlen, schmecken, sehen und hören. Richtig? Und eben diese Sinne muss man während der Mantra-Praxis involvieren. Wenn auch nur ein Bestandteil nicht involviert ist, wird der Geist wandern und dann verringert sich die Qualität des Singens. Das heißt, alle fünf Sinne. Zum Beispiel beim Fühlen kann man eine Gebetskette benutzen, beim Riechen aromatische Substanzen anzünden, welche uns an das Höchste erinnern. Beim Schmecken, wenn wir das Mantra auf die richtige Weise aussprechen, dann erscheint auf den Lippen ein sogenannter Geschmack des göttlichen Namens. Das heißt, ein solches Gefühl, wie zum Beispiel beim leckeren Essen. Man bekommt wirklich ein solches Gefühl. So konzentriert sich der Geschmackssinn. Beim Hören muss man eine bestimmte Vibration erschaffen, indem auch der ganze Körper und Raum vibrieren. So konzentriert sich das Hören. Sehen. Hier kann man eine beliebige Gottesform nehmen, egal welche, oder ein Idol, ein Foto, irgendwelches Bild oder einfach so ein Ziegelstein oder einen Punkt zeichnen, eine Kerze anzünden, das ist unwichtig. Wir brauchen es, da diese Form für einen Menschen angenehm ist. Gott ist überall, nicht wahr? Ja, man muss ihn irgendwie nur vorstellen können. Ja, und deshalb muss man dieses Bild anschauen. Das heißt, wohin wir unser Sehen konzentrieren, Augen zuschließen und es uns gedanklich vorstellen. Wenn das Bild wegschwebt, öffnen wir wieder die Augen, schauen das Bild an und wiederholen es, soweit das Bild mit geschlossenen Augen sich ununterbrochen manifestiert. Also wie automatisch. Ja, und dann wird das Bild während des Mantras lebendig. Und die Gottheit kommt. Wörtlich erscheint sie, wenn alle fünf Sinne auf dem Gebet konzentriert sind. Das ist die grundlegende Regel. Ist das Prinzip klar? Wenn auch nur ein Sinn nicht involviert ist, dann führt der Verstand uns vom Ziel weg. Genau deshalb sagt man, dass der Verstand auf einigen Etappen der beste Freund von uns ist. Aber später wird er zum schlimmsten Feind. Während der Praxis ist unser Verstand launisch. Er fängt an, Aufmerksamkeit zu erregen. Deshalb muss man ihn kontrollieren. Aber wie steht es bei den Feinheiten der Vibrationsübertragung? Zuerst muss man dem anderen Mantrasinger zuhören, dann selbst trainieren. Also wie ein Sänger, ein Stimmgerät. Das heißt, man muss sich so darauf einstellen. Genau, ich selbst lernte bei einem Lehrer in Indien. Ich hatte die Möglichkeit, dass er es mir beibrachte. Später ging ich in die Berge, fand einen guten Platz und lernte dort. 1,5 Jahre praktizierte ich so. Dann gelang mir alles. Und wie kann man einen passenden Platz in der Natur finden? Wenn er dir angenehm ist, dann hast du ihn gefunden. Wenn du dich ungemütlich fühlst, passt der Platz nicht. Sogar visuell kann man eine geopathogene Zone bestimmen. Hässliche Bäume, ein Riss im Boden, Knorren in den Bäumen. In der Stadt gibt es viele von diesen. Nun, das ist eine durchgehende geopathogene Zone, nicht wahr? Legen Sie Ihre Hand auf die Brust. Hier ist die Vibration, welche wir mit Hilfe des Singens herunterführen. Immer wieder nach unten bis zum Muladhara Chakra und bis dann der ganze Körper vibriert. Könnten Sie wenigstens ein Mantra zeigen? Dafür muss man wenigstens 15 Minuten sich einstellen, das heißt, sich energetisch aufladen. Und auch der Platz. Ich kann es nur annähernd zeigen. Wenigstens annähernd, bitte. Also, das Grundlegende hängt mit der Atmung zusammen. Wir haben zwei Kanäle, Ida und Pingala, so Sonnen- und Mondkanal. Sie gehen durch unser Gehirn durch, erreichen die Halswirbeln und entlang der Halswirbeln gehen sie herunter durch zwei Kanäle bis zu den Lendenwirbeln, erreichen das Kreuzbein und am Kreuzbein schließen sie an der Spitze des Steißbeins an. Dort verbinden sich diese zwei Ströme und beim Ausatmen beginnt diese Energie sich zu erheben, erreicht die Wirbelsäule
Und in der Mitte der Wirbelsäule im Zentrum erhebt sie sich nach oben. Und wieder durch das Zentrum des Gehirns fällt sie auf den oberen Gaumen. Und wenn die Zunge den oberen Gaumen berührt, fließt die Energie durch die Zunge herunter. Immer wieder nach unten bis zum Muladhara Chakra. Dasselbe passiert mit dem Prana während der Atmung. Wir konvertieren Prana in Klangvibration. Diesen Zyklus muss man beachten, damit alles in Form der Vibration erscheint. Und auch all das sich vorstellen. Zuerst erscheint alles wie eine Vorstellung, später wird es zum Gefühl. Gewöhnlich kommt die volle Atmung. Das heißt, der Bauch wölbt sich, das Zwerchfell hebt sich, der Boden der Lunge ist gefüllt, dann füllt sich das Zentrum der Lungen, weiter die oberen Lungenflügel. Gleichzeitig zieht sich der Bauch hoch. Das ist schon das Ausatmen, nicht wahr? Das heißt, eine ständige Bewegung erfolgt. So sind die Lungen mit Luft gefüllt. Etwa so. Dafür muss man immer wieder üben. Was braucht man noch für das Konzentrieren? Idealerweise macht man eine Abfolge von Asanas, um den ganzen Körper mit Energie zu füllen. So verläuft die Mantra-Praxis effektiver. Und wie steht es hier mit der Farbe der Aura? In der Tat geht es vom infraroten bis zum ultravioletten Lichtspektrum. Je reiner die Farbe ist, desto besser. Und gelbe Farbe? Die gelbe und die goldene Farbe sind sehr gut. Wollen wir zusammen singen? Wie Sie wollen. Aber wie muss man die Hände halten? Das hängt davon ab, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie die Energie abgeben möchten, legen Sie die Handflächen nach unten. Aber wenn Sie die Energie bekommen möchten, dann legen Sie die Handflächen nach oben. Wenn Sie sich aufladen möchten, dann ist Jnana Mudra die beste Variante. Ohne Mudras bedeutet es Konzentration auf sich selbst.